Marienhof im Ersten. Präsentiert von Maggi Texicana Salsa. Einzigartig. Es wird viel passieren. Na komm schon raus mit der Sprache. Wo drückt der Schuh? Ja, der Schuh wäre schön, ja. Es ist eher eine Etage höher. Möchtest du auch noch einen Limonencocktail? Nee, danke. Ja, also ich wollte sie eigentlich nicht so direkt sagen. Ich weiß, ich bin ein totaler Idiot und baue einen Blödsinn nach dem anderen. Ach ja? Aber damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Irgendwann muss man ja erwachsen werden, ne? Ey, nicht den Zitronensaft in den Kaffee. Elena, du bist einfach wunderbar. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Worauf denn? Du bist die einzige Frau auf der ganzen Welt, die mir helfen kann, Annika zurückzugewinnen. Du liebst sie wirklich sehr, oder? Ja, natürlich. Der Rest, das war doch alles nur Kanonenfutter. Mit Annika ist es ganz was anderes. Hallo? Mama, was ist denn los? Ja, ich bin gleich bei dir. Moment. Ich muss weg. Okay. Aber du hilfst mir mit Annika, okay? Nee, das ist eure Sache. Macht das mal unter euch aus, ja? Ich bin so glücklich. Bist du eingeschlafen, Jimmychen? Ja, aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Mann, ich hätte einfach nicht nach Italien gehen sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Kein Raul und keine Paola. Ich hatte so eine Angst, als ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich hätte doch wissen müssen, dass du nicht nur so wunderschön bist, sondern auch einfach viel zu intelligent, um auf so einen Idioten reinzufallen. Kannst du mir was zu trinken holen? Ab jetzt mache ich alles, was du willst. 24 Stunden. Was möchtest du? Irgendwas. Zimmerservice. Sofort. Ich freue mich total, dich wiederzusehen. Und ich mich erst. Und toll siehst du aus. Man tut, was man kann. Und ich dachte, du hättest mich schon total vergessen. Du weißt schon, Termine. Bis jetzt hatte ich nicht eine Minute für mich. Sorry. Darf ich vorstellen? Das ist Justin. Angehendes Supermodel aus den USA. Das ist nicht zu übersehen. Hi. Ich bin freut mich, euch kennenzulernen. Sven. Frederik hat mir schon viel von euch erzählt. Ja, und du hast dann jetzt doch noch Zeit gefunden, ihn zu besuchen. Sozusagen, ich habe einfach einen Termin abgesagt. Ach so, ja. Und in welchem Luxushotel hast du dich eingebucht? Ich dachte, ich könnte bei euch in der WG wohnen. Ach so. Falls das den Ansprüchen eines Supermodels gerecht wird. Das werden wir ja noch sehen. Warte, lass mich die mal nehmen. Boah, was ist denn da drin? Dein Fitnessstudio? Nee, mein persönliches Mineralwasser zum Haare waschen. Oh, du hast doch nicht etwa Kopfschmerzen? Gegen Jetlag. Außerdem habe ich tierischen Hunger.
Hey, dann lass uns mal wieder was Schönes kochen. Ha? Ja. Ja, super. Dann mal los. Komm. Sag mal, will die uns verarschen gegen Jetlag nach einem Flug von Barcelona nach Köln, oder wie? Ja, weiß ich, wenn sie den ganzen Tag Stress hatte. War das eine Erscheinung oder ist die echt? Oh Mann, Marlon, jetzt krieg dich mal wieder ein. Es ist Justin, irgendeine Freundin von Frederik aus den Staaten. Scharfe Braut. Du mal auf, dass dich nicht dran schneidest. Das war doch nur ein Witz. Nein, kein Magnesium. Mir ist doch schon so schlecht. Magnesium ist aber gut fürs Baby. Und trinken sowieso. Wozu? Es bleibt doch sowieso nicht lange drin. Sieh's mal so, je schlechter es dir geht, umso besser geht's dem Baby. Was ist denn das für eine Logik? Weiß auch nicht, das habe ich irgendwo gelesen. Das liegt an dem Hormon HCO oder HCG oder so. Na dann. Nein, nee, nee, komm, nicht schummeln. Du musst warten, bis es aufgelöst ist. Ist dir denn gar nicht übel? Das geht eigentlich. Sag mal, wo ist denn Matthias? Geht's? Elternbesuch bei irgendeinem renitenten Schüler. Und Annika, konnte die sich nicht um dich kümmern? Dino ist bei ihr, da wollte ich nicht stören. Aber jetzt hab ich Raul und dich gestört. Das macht nichts, das war sowieso alles gesagt. Und hast du es ihm erzählt? Nee. Nee, das hat keinen Sinn. Für den gibt's nur Annika. Da dränge ich mich mal besser nicht dazwischen. Du bist trotzdem nicht alleine, Liebes. Das weißt du. Ich werde mir morgen einen neuen Termin in der Tagesklinik geben lassen. Daran könnte ich mich gewöhnen, so von dir verwöhnt zu werden. Ja, wenn du mich dann zur Schule trägst. Oh, null Kondi. Müssen wir noch üben. Mich auch, Justin. Ach komm, los. Jetzt warten wir. Hi. Ach, bei euch scheint auch wieder die Sonne, ja? Ja, und wie? Justin, komm. Ich muss jemand vorstellen. Oh, die schon wieder. Wer soll das denn sein? Sag bloß, du weißt nicht, wer das ist. Keine Ahnung, eure neue Biolehrerin? Wo lebst du? Darf ich euch vorstellen? Das ist Justin. Hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Hi. 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 Du mich auch. Die Luft ist rein. Kein Raul weit und breit. Dieser unsensible Vollidiot. Alle anderen waren nur Kanonenfutter. Am liebsten hätte ich dir meine reingehauen. Ist hier noch frei? Nein, tut mir leid. Da kommt noch jemand. Nehmen wir die da? Wo waren wir stehen geblieben? Beim Kanonenfutter. Aber er weiß doch nicht, dass du schwanger bist. Aber dass er mit mir geschlafen hat, das weiß er doch noch. Ich glaube, zu persönlich hat er das nicht gemeint. Ja, das ist es ja gerade. Dieser oberflächliche Affe. Von so einem will man doch kein Kind. Achtung, Carlos. Hallo, die Dame. Wieso Achtung? Ich will ein großes Stück Karottenkuchen, bitte. Aber so ein Stück. Hui. Für mich bitte nur einen Kamillentee. Okay. Schnell. Matthias. Hallo, mein Schatz. Na, wie war's beim Arzt? Was macht unser Baby? Alles in Ordnung. Nur noch ein paar Tage und ich bin über den Berg. Nach der Lehrerkonferenz bin ich wieder für dich da. 150%. Lass dir Zeit. Elena kümmert sich ganz toll um mich. Jetzt sag schon, was ist da drin? Mm-mm. Dino. Bitte. Ja, na gut. Ich hab's mit dir im sizilianischen Regenwald angefangen. Mhm. Du spinnst. Sind wunderschön. Ja, schön. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Tages. Menü Aladino. So, ich hab dir eine Pizza mitgebracht. Aber ich hab dir auch
nochmal dieselbe Pizza mitgebracht. Und sonst? Hey, wie und sonst? Mein Gott, Annika, das sind nicht einfach irgendwelche Pizzen. Sie wurden in Freilandhaltung gelegt von richtig, richtig glücklichen Italienern. Und die habe ich dir dann in Maschas gekauft. Ja, sehr heldenhaft, in Maschas einzukaufen. Was kriegst du denn von mir? Naja, die eine hat 2,50, ja, und die andere macht so 3, ja, so 300 Küsse. Ernsthaft, ich will meinen Anteil bezahlen. Komm jetzt sofort hier hin und gib mir einen Kuss, sonst lasse ich die Pizzen einfach anbrennen. Hm? Das heißt erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Außerdem müssen wir sowieso erstmal die Blumen ins Wasser tun. Ich würde sowieso alles machen, was du willst. Jetzt übertreib's mal nicht. Ich übertreib nicht, Annika. Ich meine es wirklich ernst. Ich werde nicht nach Italien zurückgehen. Ich möchte hier bleiben und mir einen Job suchen, irgendwie an mein Geld kommen, dass wir dann zusammen leben können. Was sagen deine Eltern dazu? Ach, die freuen sich. Und was sagst denn du dazu? Das ist alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Aber hab doch keine Angst, Schneewittchen, die Mädchen. Es tut mir leid. Mal die Pizza in den Ofen schieben. Sag mal, weißt du denn ungefähr, wie lange du noch bleibst? Mal sehen, da muss ich meine Agentur noch mal anrufen. Mhm. Und die war nicht sauer, dass du den letzten Termin gecancelt hast? Ich habe denen klar gemacht, dass ich meine Prioritäten setze. Und die liegen momentan nun mal hier. Mhm, das haben die alle gesehen. Ja, hör mal, ich wollte dich wiedersehen. Und ein bisschen Mitspracherecht habe ich schließlich auch. Ich dachte immer, am Anfang müsste man alles mitnehmen, egal ob man will oder nicht. Vielleicht, aber ist doch jetzt egal. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Das Geld für das Flugticket kriegst du natürlich sofort zurück, sobald ich meine neue Kreditkarte habe. Hast du schon wieder Kopfschmerzen? Ach, mach dir bitte keine Sorgen, das sind ganz harmlose Pillen. Kriegst du in den USA in jedem Drugstore. Hätten sie wirklich wegräumen können. Nee, nicht wegräumen. Schon komisch, was? Dass wir beide schwanger sind? Hm. So ist es nun mal. Heute habe ich meinen Vorstellungstermin. In 3 Tagen ist der Eingriff und dann ab auf die Schauspielschule. Will man doch? Hm. Guck mal, ich habe das Ticket schon umgebucht. Ich hoffe nur. Was denn? Dass ich nicht bereue? Kannst du nicht mehr rückgängig machen. Mama, ich weiß. Aber es ist einfach noch zu früh für mich und ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Köln, New York, wie sich das anhört. Schon Wahnsinn. Ja, Mann. Hey, wenn ich dir doch sage, die hat sogar das Foto weggeschmissen. Ja, und dann... Hast du es gehört? Ja, ich muss aufmachen. Ja, ich rufe dich später zurück, Digga. Marlon! Ja, ich erzähl dir alles, mein Job. Hallo, Dino. Was willst denn du hier? Können wir mal reden. Von Mann zu Mann. Ich wollte dich bitten, das Annika nicht so schwer zu machen und sie freizugeben. Hast du denn keinen Friseur, den du zulabern kannst? Es geht nicht um mich. Du bist ja echt von dir überzeugt, das gibt's gar nicht. Mir geht's um Annika. Hör zu, durch deine Knutscherei mit Toni hat Annika endlich geschnallt, was du für ein Typ bist, Mann. Selbst wenn sie mich nicht mehr liebt, dich liebt sie auch nicht. Mann, verlieren muss ja echt so scheiße traurig sein. Ich dachte, du kennst Annika. Da müsstest du eigentlich schnallen, dass sie sich selbst belügt. Und auf Dauer macht sie das kaputt. Hey, hör mir zu, Mann. Du hast überhaupt keinen Plan, was mich und Annika zusammenhält, okay? Halt dich in Zukunft da raus. Alles klar? Mama hasst es natürlich, dass ich model.
Sie wollte bestimmt, dass du eine anständige Ausbildung machst. Wofür, wenn ich mein Geld zurzeit so easy verdienen kann? Studieren kann ich immer noch. Ich bin ja echt mal gespannt, wie Dino das jetzt mit Raul geregelt hatte. Ihr tut ja fast, als wäre Annika der Preis bei dem Boxkampf. Vielleicht lässt er sie einfach selbst entscheiden. Ich weiß gar nicht, was du hast. Annika hat sich doch schon für Dino entschieden. Was hast du jetzt davon? Hey, komm, ich mach das. Gleich mal fragen, ob wir noch ein Autogramm drauf haben will. Bist du vielleicht gemein, das tut bestimmt höllisch weh. Ach Quatsch, sein Vater ist Arzt. Der kann ihn wieder zusammenflicken. Sag mal, hast du eigentlich schon gepackt? Nee, aber guck mal, ich habe die Liste schon fertig. Guck mal, was ganz oben steht. Familienfoto. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Sag mal, was suchst du eigentlich da? Den New York-Führer und der stand hier auch gestern noch. Hallo. Hi. Hi. Na? Ist ja immer noch schlecht. Nachdem wir das Essen haben ausfallen lassen, geht's eigentlich. Schaut mal, was ich vorhin gesehen habe. Das musste ich einfach kaufen. Oh, ist das süß. Hm? Dazu habe ich neulich die passende kleine Mütze gesehen. Ja, aber das räumen wir gleich wieder weg. Das soll nämlich Blumen bringen. Das ist doch Blumen. Nein, es ist so, wirklich. Also ich hau jetzt mal ab. Ich habe jetzt den Vorstellungstermin in der Tagesklinik. Mit der Albtraum endlich ein Ende hat. Ciao. Ciao. Ich hatte doch bloß das Gefühl, dass sie mir irgendwie bekannt vorkommt. Deswegen habe ich sie so angeschaut. Angeschaut? Du hast sie angestarrt wie ein Besessener. Weil ich nicht darauf gekommen bin, woher ich sie kenne. Hey, es gibt wirklich keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Hörst du's? Hoch und heilig? Wenn du schon mal hier im Laden bist, dann ein kleines Autogramm für die Bar vielleicht? Klar, super lieb, danke. Sag mal, muss ich dir jetzt Scheuklappen anlegen? Was ist denn nun wieder? Geh doch rüber und tanz mit deinem Superstar. Sie würde doch nie mit mir tanzen. Wenn das dein einziges Problem ist, was ja schön. Das war ein Scherz. Hey, du bist mein Superstar, okay? Dino, kannst du mir helfen? Dai, Tisch 4 und Tisch 7 warten schon lange auf ihre Bestellungen, dai! Mann, Dad, das geht jetzt gerade ganz schlecht. Bitte, das ist mir ganz wichtig. Ich und Annika, wir werden jetzt gerade wieder richtig glücklich miteinander. Dann lass sie nicht warten. Il tuo grande amore, dai, vai, vai, vai. Ey, du bist echt der coolste Mann, echt. Ja, Opa? Ja. Komm her. Hey, mein Dad hat mir jetzt gerade freigegeben. Für den Rest des Abends. Nur für uns beide. Schon wieder Toni. Hey, dann geh doch ran. Ich will dich doch sicher um Verzeihung bitten. Das kann sie sich sparen. Hey, du kannst. Du könntest doch wenigstens mit ihr reden. Ich will einfach meine Ruhe haben, sonst nichts. Ja, auch wenn es deine Schwester ist, Dino. Aber es ist einfach, ich kann mich im Moment nicht damit auseinandersetzen. Ja, das kann ich verstehen. Und außerdem ist das Thema Roll für mich gegessen. Hey, hättest du nicht Lust, noch eine Runde zu spielen? Auf meine Kosten. Scheiß mal, ich habe noch ein bisschen Kleingeld. Alles klar. Ist noch was drin? Ja, ich denke schon. Arme Elena. Ausgerechnet jetzt muss sie schwanger werden. Tut mir so leid. Naja, aber bei so einer Riesenchance. Ich meine, Stipendium an der Manhattan Acting School. Davon träumen andere ein ganzes Leben.
Hallo, wie geht's dir? Hm. Zumindest habe ich mich seit 3 Stunden nicht mehr übergeben. Wie war's bei dir? Der Arzt war sehr nett, er hat mir alles ganz genau erklärt. Und wie lange nach dem Eingriff musst du noch dort bleiben? Ein paar Stunden noch, wegen der Narkose. Aber ich kann noch am selben Tag nach Hause. Ich würde dich gerne begleiten, aber nur, wenn du das willst. Ich hätte dich schon gerne dabei, aber nur, wenn dich das nicht überfordert. Wir sind doch für dich da. Gemeinsam schaffen wir das. Jedenfalls hat die eine Ärztin gesagt, dass ich schon am nächsten Tag nach New York fliegen kann. So schnell schon? Ja, wenn alles glatt geht, schon. Nochmal zum Mitschreiben. Ich bin glücklich mit dir. Warum sollte ich da irgendwas mit einer anderen anfangen? Na, weil sie so attraktiv ist. Wer? Ja, sie ist attraktiv. Aber ich liebe dich. Ist das so schwer zu verstehen? Hm? Hol dich uns mal ein Amorfo. Unseren Zusammenschluss heute wieder erholt? Ich meine dich und diese Passau. Ja, alles okay. Dann können wir ja tanzen. Hättest du Lust? Du kannst dich ruhig auf euer Baby freuen. Ja, ich wollte die Sachen sowieso wegräumen. Ich freue mich auch so. Und das hat wirklich nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Es ist einfach ein Wahnsinn, dass es bei euch noch mal geklappt hat. Ja, das grenzt schon fast an Wunder. Schließlich ist so eine künstliche Befruchtung immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja, Regina und ich, wir haben schon sehr viel Schönes erlebt, wirklich. Aber ein gemeinsames Kind, das wäre das Allerschönste. Ich glaube ja, dass mein kleines Geschwisterkind eine ganz schön verzogene, verwöhnte Göre wird. Ja, jetzt wo du ausziehst. Regina. Schlecht. Komm. Schatz. Was ist denn? Matthias. Ich hatte Blutung. Ich glaube, ich habe das Kind verloren. Was darf denn sein? Vanille Schokonuss Macchiato, Creamy Macchiato Croquant, Creamy Macchiato Vanille, American Espresso mit Haselnuss Topping, Eisbech Macadamia Espresso, Karamell Cookie Coffee, Shake Erdbeer Latte Macchiato, den mag ich besonders gern. Gibt es hier keinen richtigen Kaffee? Wer guten Kaffee liebt, liebt Kaffee Haag. Kaffee Haag, richtig guter Kaffee. Marienhof im Ersten, präsentiert von Maggi Texicana Salsa. Einzigartig. Hallo zurück, liebe Zuschauer. In Berlin erleben Sie gleich das gewohnt chaotische, aber dafür umso mehr sympathische Leben von Lolle. Und anschließend erwartet Sie Jörg Pilawa zu seinem spannenden Quiz.